Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Hunting-Simulator, wollte ich gerade sagen, zu The Hunter Call of the Wild. Wir hatten in der letzten Folge diesen Jagddruck, glaube ich, gemacht. Jetzt wollen wir die zur Rinderschlucht und ein beliebiges Tier mit der Flinte holen. Ich weiß gar nicht, sind wir schon bei der Rinderschlucht? Nee, ne? Rinderschlucht ist doch irgendwo da hinten. Hier irgendwo, da, ja. Gehen wir hier mal hin. Muss noch gucken, wo ich die Flinte einstecken habe. Am liebsten wäre mir ja ein Reh oder sowas. Weil, wenn jetzt hier ein Wiesern kommt oder ein Rothirsch. Wird nicht so schön mit der Flinte, glaube ich. Also zumindest nicht mit der Munition. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Mit welcher Munition ich da schießen muss. Also, da kannst du auch mit Steine schmeißen. Aber ich zeige euch das jetzt mal. Sowieso erstmal gucken, ob ich die Flinte überhaupt ausgerüstet. Ich weiß gar nicht. Waffen. Sieht nicht so aus. Nee. Center, sag mal. Wird die nicht gekauft gehabt? Gut. Was habe ich die hier auch im Rucksack? Nö. Das ist ja kurios. Dann nehme ich die mal raus. Mit der 338er Munition. Oh, dann müssen wir uns die nochmal kaufen. Die hatte ich dir gekauft, aber okay. Ah, die habe ich gekauft gehabt hier. Dann kaufen wir die halt nochmal. Munition, jetzt könnt ihr ja gleich mal sehen, was ich meinte. Also wir müssen mit der Munition schießen. Ihr seht ja die Durchschlagskraft. Die ist total scheiße. Am besten wäre halt hiermit, ne? Weil ihr seht ja, das ist wirklich... Also das könnte schon eher was werden. Und ich habe auch leider schon Bison Callen gehört. Gerade eben. Das wird... Wird nicht schön. Effektiv. Auf Schussweite ist die bei 25 Meter. Komm mal so dicht an einem scheiß Wiesern dran. Scheiße, Alter. Kann er was werden, ne? Ach du Scheiße, Alter. Rehpostenmunition, Leck mich am Arsch. Na gut, Freunde, denn toi toi, Glück auf, ne? Oder keine Ahnung. Du fuck Scheiße, ey. Auf was haben wir uns hier eingelassen, ey? Auf was haben wir uns hier bloß eingelassen, ey? Mit einer Pumpe, ey. Das ist das Ding. Holy shit, ey. Ah, hoffentlich kommt hier irgendwie ein Fuchs oder ein Reh oder irgend so ein Mist. Bloß kein scheiß Wiesern, das wird nix. Das wird absolut nix, ein Reh, da ist es doch. Gleich mal rancallen hier. Oh.
There should be a track nearby. Ich glaube, das kommt da vorne sogar irgendwo schon. Yes! Yes, Freunde, hat sogar geklappt, ja. Sogar gleich noch eine Trophäe bekommen, Yes! Schön auf die Lunge geballert, Alter. Na, ihr seht natürlich, das streut natürlich, ist klar. Repostenmunition. Ethikbonus geht natürlich komplett flöten. Aber gut, erlege bei Nacht ein beliebiges Tier aus mindestens 20 Meter Entfernung mit einer Flinte und... 20 Meter Entfernung? Nicht euer Ernst, oder? Gut. Wenn wir schon mal bei der Flinte bei sind, wir haben nicht weit nach Hause. Dann auf nachts. Und... Wenn wir Glück haben, holen wir uns gleich den Fuchs. Mist. Bei Nacht mit der Flinte. Puh. Freunde, was meinst, schaffen wir das? Freunde, was meinst, schaffen wir das? Was meint ihr, schaffen wir das? So. Aber ich denke mal schon. Ich denke mal, wir schaffen das. Wird schon schief gehen. Vorne ist eine Wiese entlang gerannt, hart. Muss ich wieder nur hoffen, dass ein Call gleich kommt, recht nah hier. Sehr alt, gut, das juckt mich dann auch nicht. Weil Wiesent. Nee, Freunde. Wir wären Rehe ganz lieb oder so. Alles nur kein Wiesent. Ich glaube, das sind auch Wiesent Spuren hier. Oder? Wir müssen ja noch nicht mal hier hin. Wir können eigentlich hingehen, wo wir wollen. Oder? Eigentlich können wir hingehen, wo wir wollen. Aber ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Vielleicht crawlt ja noch mal ein Reh oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob hier ein Reh noch callt oder so. Aber hier ist eigentlich Wiesengebiet, ne? Und so dicht an den Wiesent werde ich nicht rankommen. Will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ist das Wiesent? Ja. Na Freunde, zur Not werde ich gleich nochmal hier wegreisen. Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf Wiesende. Ein Reh, wo ist das denn lang? Da lang, gut, dann kommen wir mal da Dreh ran. Wenn es denn überhaupt, das wird bestimmt schon eine alte Spur sein.
jetzt gleich. Sehr altwurstig. Ich glaube, wir sollten mal lieber woanders hinreisen, weil hier ist, glaube ich, mehr Wiesengebiet als alles andere. Mal den Turm aufstellen. Aber so schlecht ist das hier gar nicht. Und mit ein bisschen Glück kommt hier ja doch noch ein Reh raus oder so. Man weiß es ja nicht, ne? Ah, ich glaube, wir sollten echt lieber woanders spawnen. Wie sind da? Ah, ich glaube, ich spawn woanders. Am besten irgendwo am Feld oder so. Moment mal. Gerade nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ja, am liebsten wären mir natürlich hier unten die Felder, ne? Ich glaube, die zählen nicht, oder? Ja, doch. Nix Berg, aber das sieht nicht so aus, als wenn er zählt. Weil das so abgegrenzt ist hier. Geht das rein vielleicht hier? Ob das zählt noch? Na, gehen wir nach Petersheim. Hier ist irgendwie, weiß ich nicht. Dreizehn bis so. 0 Uhr bis 5:30 Uhr. Gehen wir mal hier hin. Vielleicht finden wir einen Dammhirsch. Weil die sind da von 0 bis 5:30 Uhr, sollen die da wohl pennen. Steht zumindest da so. Vielleicht haben wir Glück. Schleiche ich mich da ordentlich ran, leg mich da hin. Schleiche ich mich ran und dann kriegt er einen vom Koffer. Da oben irgendwo. Was ist das da?
Busch, das sah aus, als wenn da irgendein Vieh steht. Ach, Freunde, ich würde sagen, weil wir jetzt gerade hier schon gespawnt sind, machen wir einen Cut und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann.